alte Industrie. Geil. Ach, geil. Du Scheiße. Das kann nur der Fluss sein. Seht ihr noch diese riesengroße Turbine? Das ist jetzt der originale Berg, ne? Gut, aber tiefer geht's. Wir werden uns durchkämpfen. Durchkämpfen durch den Dornendschungel. Ein Dornendschungel kann uns nicht aufhalten, uns dieses alte Wasserkraftwerk anzuschauen. Wo ist denn der Weg? Hat er schon einen Weg gefunden? Oh. Eieiei. Ei, ei. Komm mal, Fahrstuhl drin, wa? Nur pro. Das ist nur ein normales Treppen. Das ist nur der Weg, den wir gehen müssen. Los geht's. Befördert. Alter. Scheiße. Das sind Schienen. Schienenersatzverkehr und alle hier und nach. Oh. Ui, der ist abgestürzt. Oh ja, das sieht ja geil aus. Welche Katakomben hier unten drunter. Oh, da mal tiefer geht's. Das sieht aber schon ganz cool aus. Krass, ey. Wie tief geht denn dieser Fahrstuhl? Die Schacht hier. Alter, Jackpot. Jackie Jackpot. Der Hammer. Oh, ist das geil. Oh, die Kette. Wie viel Tonnen kann der Kran nehmen? Steht auf 110 Tonnen. Nur 10 Tonnen? Das ist eine Turbine, ne? Das ist eine Wasserturbine. 100 Pro, doch. Guck mal, da ist Schaufelrad und dann wird es nach unten. Das ist auf jeden Fall so richtig alte Technik, so richtig alt. Und die View, die ist auch richtig fähig. Zieht euch das rein. Oh yeah, geil. Wir wollten einen Turbo machen. Fett. Da hinten ist die andere große. Und hier kommen wir direkt zum Herzstück. Das ist eine richtig schöne alte Industrie. So muss es sein. Geil, wie das sich hier so abzweigt, ja. Einmal in diesen Flügel, hier standen ja noch mehr Turbinen, wa? Und dann nochmal in diesen Flügel. Es ist immer echt schwer, diese Größe einzufangen. Wenn man selber drin steht, begreift man ja die Dimensionen so ganz anders. Deswegen können wir hier einfach nur draufhalten. Am besten wäre es eigentlich, wenn unten mal jemand langläuft. Toni, du müsstest mal unten an der Turbine langlaufen, damit man mal begreift, wie groß die ist. Hier haben wir einen 30-Tonnen-Kran, der durch die ganze Halle fahren konnte. Anscheinend waren die Teile für die Turbine nicht so schwer. Ein bisschen Schiss habe ich ja, wenn ich das hier so sehe. Dass mir irgendwelche Dachziegel auf den Kopf fallen. Richtig geil von Anno Knips. Riva Milano. Oh, hier, geil. Sieht aus wie ein überdimensionierter Turbo.
Aber guck mal, das ist ja dann, wenn du jetzt dich hier so da vorstellst, ist es ja sozusagen ein Biotopo. Ah, okay. Gute Frage. Wie Sie sehen Sie nichts. Oder etwas, was wir nicht verstehen. Da kommt der Milch. Gucken wir doch gleich mal zusammen hinten zu der großen Turbine. Ist das ein Koloss. Hier seht ihr nochmal den 110-Tonnen-Kran. Ups, aufpassen. Wir gucken natürlich jetzt mal nach oben. Das müssen wir uns geben. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Alter Schwede. Da lag Kraft an. Das Ding ist, dass der eigentliche Stromerzeuger, der hier mal drauf war, der fehlt schon. Also der Dynamo in Anführungsstrichen. Aber hier unten seht ihr noch diese riesengroße Turbine. Das hat das Wasser so eingeströmt, hat die Kraft erzeugt und hier oben dann den Stromerzeuger in Bewegung gesetzt. Guck mal, unten seht ihr sogar noch Schaufelblätter. Und 100 pro geht das nach unten noch weiter, so wie bei einer Flugzeugturbine, so in mehreren Verdichterstufen. Also um die beste Effizienz rauszukriegen aus der Wasserkraft. Ich glaube, für Toni ist das auch genau das Richtige, weil der Toni beruflich der baut nämlich Elektromotoren, beziehungsweise auch Stromerzeuger für Windräder. Aber jetzt scheint ja nur der Stromerzeuger hier schon um die 110 Tonnen gewogen zu haben, den sie dann hier ab und zu mal ausgetauscht haben, wahrscheinlich mit dem Kran. Wir haben immer die Kräne höher gebaut, weil es kann ja mal sein, dass die gedreht werden müssen. Hm. Und dann machst du das mit dem zweiten Kran, die werden rangefahren, das wird eingehangen und einer muss dann kurzzeitig die Last alleine tragen. Dann wird da unten angeschluppt und dann hochgezogen. Ah. Dass du die dann ablegen kannst auf die großen Wagen, die wir in dem anderen Raum gesehen haben. Und dann werden die rausgefahren. Führt er uns denn hier hin? Das ist jetzt der originale Berg, ne? Das ist, da haben wir vorhin reingeguckt, ja. Und die Schienen unten sind. Ach, Tatsache. Oh, hier, Gott, nee. Hörst du das Rauschen? Ja, ich höre das Rauschen. Oh, hier, geil. Alter. Komm, Leute, dann lüften wir mal. Ich denke mal, das war das Originale, wo die quasi. Wo das Wasser geflossen ist in die Turbine rein. Nee. Der Ursprung. Das ist ja tiefer. Das kann nur der Fluss sein. Alter, was ist denn kurz abgerostet? Oh mein, das ist so ein hohes Risiko. Die ganze Stufe alles abgerostet. Das fällt auch schon ab. Das lassen wir. Hier war auch mal eine Turbine drin, eine ältere noch. Aha. 1950. Die alte Treppe hier, ey. Der Milch hat schon wieder so ein verlockendes Rufen. Ich glaube, der hat schon wieder irgendwas ganz Tolles gefunden. Alter, ach, du Scheiße. Hier seht ihr nämlich das Haupteinfallrohr, was sich dann abgezweigt hat. Für die linke und die rechte Turbine, die draußen mal stand. Thank you.
Hey du Kanalrotte, was machst du da unten? Kannst du uns ein wenig zeigen, was es da unten zu staunen gibt? Filme nur. Oh, warte. Oh, schön hier. Oh. Hier ist scheinbar das Wasser an der Pumpe entlang geführt worden oder an der Turbine. Ich glaube, das hier unten ist die eigentliche Turbine. Sehr nice. Hammer Location, Hammer Kraftwerk, richtig alt, ganz nach unserem Geschmack. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Wichtig dabei ist, immer oben die Glocke drücken, damit ihr auch, wenn ihr uns abonniert habt, nichts mehr von der Grauzone verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn!